Kala, eine 9-jährige Stute, die nach ihrer Reiterin tritt, während sie noch im Sattel sitzt. Ariane Telgen wird um Hilfe gebeten. Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Ja, toll. Bitte schön, dabei kannst du ein bisschen was kauen, ne? Ja, was kauen kannst du da? Ja, weiter, weiter. Carla, ich steig jetzt auf, ne? Ja, so, ja, ja, ja. Du musst noch mal einen kleinen Schritt vor. So, komm mal ein Stück vor. Ja, super. Ah, zu weit. Nee, das ne? Ist gut. Geht so. Gut. Alter. Toll, du musst doch mal die Zügel aufnehmen, ne? Bügel hat Vicky ja auch nicht. Also wozu Zügel? So, du reitest ganz selber. Du darfst jetzt halt nur keinen Handwechsel machen. Wir bleiben erstmal auf der linken Hand. Mhm. Ne? Ja. Und du guckst mal, wie du selber fein klarkommst. Was ich hier merke, sie ist ganz weich im Rücken, ja, aber fast bretthart im Hals. Ja. Also, was heißt bretthart? Der Hals ist irgendwie auch noch locker, aber sie nimmt es halt nicht an. Ja. Sagen wir es jetzt mal so. Also, wenn du halt hier versuchst, sie ein bisschen nach außen zu stellen, fein. Jetzt Lupsi. Nimmt sie es gut an. Fein. Nur gerade eben war es so, dass sie dann nicht dagegen gegangen ist, sondern sich so komisch aufs Gebiss gepackt hat und auch nicht gezogen hat, sondern einfach toll. So ist wie, als könntest du alles machen. Gut. Genau. Aber sie interessiert es halt nicht. Ja. So, und jetzt ist es ja die Frage, ne, wenn du sie ab und zu mal mit dem Bein und mit dem ja, fein loben. Gut. Ne, sofort loben. Guck. Weil ich habe so ein bisschen bemerkt bei ihr, dass sie sehr skeptisch ist und eigentlich so richtig gar nicht weiß, was sie soll. Und gleich mit, ja, weiß ich nicht, gleich mit Terror und ja. einer harten Gegenantwort. Fein. Also gar nicht erst guckt, was will die denn, sondern sofort sagt, kann nicht gut sein. Prima. Und du musst ihr jetzt quasi zeigen, kann wohl gut sein. Also was ich jetzt mache, ist, dass ich die rechte Hand quasi ein bisschen spiele. Ja. Und mit dem linken Super, Lupsi. Heute. Ja. Mit dem linken Schenkel quasi ein bisschen Sehr komme. Gut. Fein. Jetzt komme ich dann halt mit dem rechten. Ne, sobald sie locker wird. Genau. Ja. Fein. Gut. Loben, loben, loben. Prima. So, sobald sie wieder entspannt vorwärts geht, loben. Was ich auch im Paddock bemerkt habe, ist, sie wollte sich von mir auch nicht treiben lassen. Ne? Also ich glaube, es ist auch so eine kleine Dominanzgeschichte, weil ja. jetzt müsste sie sich ja auch treiben lassen. Ja, ne? Ja, das war halt hier gerade eben so, sie wollte stehen ja. bleiben, ich wollte sie weiter treiben und sie wollte es nicht. Ja, ne? Prima. Ja, fein, gut. Klasse, super, super, prima. Prima. Äußere Hand, äußeres Bein. Äußere Hand, äußeres Bein. Es ist aber wirklich ziemlich gesetzt. Mhm. Also es ist nicht so ruckartig wie bei Happy, sondern ja, ganz ja, gesetzt ganz und so. Sie weiß, was sie tut. Mhm. So, guck mal. So, und was die Fein. Besitzerin sagt, ist, wenn sie das jetzt ein paar Mal gemacht hat, dann macht sie das halt immer öfter. Und weil sie dann einfach, ich kann mir vorstellen, dass sie dann auch einfach damit durchkommt. Aber so, die Frage ist, wenn wir halt das Antraben probieren. Fein, lob sie mal. Prima. Klasse. Und wenn es nur ein Schritt ist, aber sie hat es gemacht. Und du könntest es auch mit einem Wort verbinden, dass du sagst, T-Rap, wie an der Longe, weil das hat sie sehr gut gemacht an der ja. Doppellonge. Ja. Und T-Rap. Fein, fein, fein. Komm, hopp, 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 hopp. Fein. Komm, hopp, hopp. Ja, mach. Ja, toll. Ja, gut, so, hopp. Na, 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 na. Komm.
Gut so. Nein, gut so. Klasse! Prima. Klasse, klasse! An dieser Stelle sei einmal erwähnt, dass nicht nur Carla das ganz klasse macht. Die Stute soll lernen, dass sie mit ihrem Steigen und Schlagen nicht mehr durchkommt und die Energie doch besser in Vorwärtsbewegung umsetzen kann. Da dies in der Vergangenheit wahrscheinlich schmerzhaft war, muss Carla erstmal merken, dass es jetzt nicht mehr so ist und die schlechten Erfahrungen mit guten überschreiben. Ja, du kannst ja mal rausfinden, ob es alleine schon das Wort ist oder ob es das Anspannen in deinem Rücken oder Bauch ist oder ob es wirklich das Anlegen der Schenkel ist. Therap. Das ist ja schon... Es ist eigentlich die treibende... Fein! Mal. Toll. Gut, aber da könnte ich jetzt ausprobieren, einfach nur Therap zu sagen und dann einmal... treibende probier, Hilfe zu geben. Probier alles aus. Dass sie gar nicht diese Schnalzen hat und gar nicht weiß, was jetzt kommt. Weiter. Und Therap. Toll. Therap. Therap. Super. Gut, Therap. Hopp. Prima. Ja, klasse. Fein. Klasse. Atme. Atme. Fein. Atme. Weiter. Alles gut. Toll machst du da. Ja. Klasse. Prima. So, was man ganz krass sieht, ist wirklich, im Schritt ist sie relativ entspannt. Sobald du irgendwas machst, geht wirklich das Auge auf und sie guckt wirklich so ein bisschen schräg. Also da ist entweder wirklich richtig Stress. Gut. Schmerz vermute ich jetzt eigentlich mal gar nicht, weil der wäre an der Doppellonge eigentlich auch da. Klasse. Ach toll. Und wir werden das jetzt einfach ein bisschen ausprobieren, ob sich das legt. Ja. Und wenn ja. nicht, dann muss man weitersuchen. Und Therap. Ab. Toll. Ja. Prima. Weiter. Ja. Weiter. Toll. Weiter. Ich versuche sie mal ein bisschen mit im Trab zu halten. Ab. Dass du überhaupt erstmal Trab. Fein. Und du streichelst sie. Versuchst sie so oft es geht zu streicheln. Aber es legt sich schon, wenn man sie ein bisschen streichelt. Ja, so oft es geht streicheln. Toll. Gut. Selber atmen. Prima. Toll. Die erst 12-jährige Victoria würde sich am liebsten auf jedes Therapiepferd setzen, das hier angenommen wird. Und auch Jack und Joey will sie selber einreiten. Wenn es nach Ariane geht, sollte sie besser Turnierschachspielerin werden, anstatt ständig auf dem Pferd zu sitzen. Vicky ist vor 4 Jahren mit ihrem damaligen Pony so schwer gestürzt, dass sie lange Zeit im Krankenhaus und danach im Rollstuhl verbringen musste. Zu der Zeit waren sich eigentlich alle einig, dass der Reitsport für Victoria keine Option mehr sei. Bevor sie aber wieder richtig laufen konnte, saß sie schon wieder auf dem Pferd und war da auch nicht mehr runterzukriegen. Vicky muss seither jedoch noch oft mit sich kämpfen, wenn sie bewusst in vermeintlich schwierige Situationen gehen will. Sowohl mit als auch ohne Pferd. Aktuell muss sie auch noch einige Operationen über sich ergehen lassen, damit die damaligen Verletzungen komplett korrigiert werden können. Umso erstaunlicher, dass sie unbedingt Springreiterin werden möchte, auch wenn Ariane sie lieber im Dressursport sehen würde. Aber wie man sieht, ist so einiges möglich, wenn man selbst nur will. Wenn sie jetzt wirklich die Möhrchen damit verbindet, dass sie sauber antrabt, wir wollen mal gucken, ob das funktioniert. So, fein, klasse, prima. Ja, weiter, toll. Und du parierst sie durch. Jetzt kann ich noch nicht durchfallen. Nee, sehr gut aufgepasst, Vicky. Hopp. Fein. Gut, so. Weiter. Erst wieder abkauen, Carla. Super. Erst wieder abkauen. Die driftet ja. hier noch. Super. Toll. Weg. Erst wieder. Klasse. Jawohl. Toll. Super gemacht. Gut. Ja, schau. Na, siehst du wohl. Prima. Oh, ich bin gespannt, ey, ob das was wird. Was ich halt merke, dass sie ganz oft
Wenn du halt die Hand weg haben würdest, würde sie, glaube ich, den Araberschlag machen. Da ich ja aber die Hand dran habe, legt sie dann die Ohren an und macht einfach nur den Kopf so nach oben und biegt sich da so und schielt da immer so hin. Fein. Aber ich glaube nicht, dass das Angst ist. Entweder Stress, aber halt nicht im Verbunden mit Angst, sondern halt einfach nur so Stress mit, oh, ich weiß nicht, was jetzt passiert, ich will einfach nicht und so. Ne? Ja, ich habe eigentlich davon geträumt, dass du schön entspannt Trab Cross Trail gehst. Ja, das würde ich auch gerne mal machen. Ja, genau. Also, ich glaube, das würde ihr ganz gut tun, ein bisschen länger zu traben. Dazu müsste sie ja nur in Trab gehen, ne? Das Antraben ist ja gar nicht das Problem. Das Weitertraben und, ja, sagen wir es mal so, ohne dass sie einen kleinen Bockanfall. Also Antraben habe ich keine Probleme mit. Man sieht, dass auch sie über ihren Schatten springt. Ich habe jetzt nichts mit der Gerte gemacht. Hat Vicky ganz alleine gemacht, auch das Weitertreiben. Also es besteht Hoffnung. Oh. Und die bleibt einfach stehen, obwohl die noch in Schrittstellung ist. Trab hast. Oder sie hat jetzt gecheckt, dass sie den da oben eigentlich nicht abwerfen darf, weil der hat die Möhrchen. Ja. Jetzt versuchst du mal, sie meinetwegen 3 Runden im Trab zu halten und parierst erst dann durch. Okay. Okay? Toll! Gut. Klasse! Carla, merkt es dir? Prima, Carla! So, beim Hufschlag, beim Cross-Track. Weiter! Erste Runde geschafft, Carla! Guck mal! Erste Runde fertig! Super! Ja. Und noch 2 Runden! Klasse! Weiter! Gut! Hopp. Zweite Runde! Eine Runde noch, Carla! Halt durch! Halt durch! Ja, halt wenn durch. Sie gleich locker lässt. Weiter! Und Schritt und Halt! Guck! Nochmal andere Seite? Ja. So, mal anderes Thema. Warte, ich weiß, wir wollen. hier, was mir aufgefallen ist, die Gänse, also entweder ist die Gänsemama oder der Gänsepapa nicht mehr da. Weil es ist nur noch eine der große. Der ist immer ab und zu mal weg und wenn man hingeht und dann tutet sie und dann kommt der von irgendwo angeflogen. So. Das hatten wir auch schon. So. Weiter. Genau, gut. Klasse. Super was gemacht. Was ich jetzt schon mal gut finde, dass sie sich dann weitertreiben lässt und nicht dieses Zickige dann macht. Ja, da hat man das gesehen, was die Besitzerin erzählt hat, dass sie denn wirklich auch nach dem Bein schlägt und die Besitzerin auch wirklich trifft. Da muss Vicky jetzt auch aufpassen. Ja, sie hat mich unter dem Fuß. Dass du dein Bein schön vorne behältst. Ja, und was wir jetzt halt nicht machen, ist, dass wir wirklich nicht aufhören, nur weil sie das jetzt ein paar Runden macht, sondern das muss jetzt wirklich hier normal laufen, bis sie wirklich keinen Bock mehr hat. Und wenn es dann immer noch funktioniert, dann hat irgendwas geschnackelt, weil ansonsten braucht man Monate für sowas. Und ganz ehrlich, wenn ich Monate dafür bräuchte, dass ein Pferd von seinem Reiter im Schritt von A nach B gehen kann, dann ist irgendwas an meinen Behandlungsmethoden für dieses Pferd zumindest nicht korrekt gewesen, weil es dauert nicht Monate, ein Pferd Schritt, Trab, Galopp in eine Runde zu gehen. Das hat noch nicht mal bei Falco so lange gedauert. Und der war nun wirklich schwer und traumatisiert. Und ja, gut, das kostet natürlich Zeit. Viel, viel Zeit, viel Geduld. Und wenn ich denn ganz schnell ein Pferd wegstelle, nur weil es einmal sagt, oh ja, super, ich habe einen Huf auf eine Hängerklappe gesetzt und das reicht denn heute, weil morgen machen wir weiter, dann komme ich vielleicht am nächsten Tag zum zweiten Huf. Aber damit ist noch nichts gewonnen. Dann kann ich mich natürlich ein halbes Jahr damit aufhalten. Ich hole gleich nochmal einen Schwung Möhren. Ich mache dich einmal ab und hole Möhrchen. Jetzt hatte ich aber auch schon nicht mehr das, dass ich so das Gefühl hatte, dass ich auf ihre Ohren gucken muss. Ja. Weil sonst wird's komisch. So, ich hole mal Möhrchen. Du machst bitte keine Experimente. Ja. Schau mal.
Das sieht jetzt nicht so aus, als hätte sie vor, Arianes Anweisungen zu folgen. So, ich glaube aber... Das ist kein Experiment, wir haben das doch gerade eben schon gemacht. Also es ist doch eigentlich nur Wiederholung. Komm weiter. Lob sie, lob sie. Gut. Prima. So, meine Hübsche. Oh Mann, ey. Gut, kleine Maus. Prima, prima. Klasse. Oh, toll. Und halt. So, also es bestärkt aber eigentlich wirklich meinen Verdacht, dass es einfach Skepsis damit drin ist. Sie ist übervorsichtig mit ihrem Körper, wenn jemand auf ihr drauf sitzt. Wenn ich sie jetzt zum Beispiel zum Anbindebalken bringe, hat sie Angst. Sie hat, glaube ich, auch Angst, dass wenn man antrabt, vielleicht tut es ihr Maul weh. Vielleicht hat man sich vorher festgehalten im Zügel. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie das jetzt macht, weil das Physiopad da drauf ist. Ich kann mir vorstellen, wenn wir den festen Sattel da drauflegen, dass das nicht mehr so läuft, weil halt einfach der Magen noch nicht vollständig regeneriert ist. Ganz, ganz toll. Ich bin gespannt, ob es an mir vorbeigeht. Ah, toll, weiter, toll, weiter, toll. Weiter. Ja, schaffst du, schaffst super. Du. Dann nimmst du sie an und gibst dir was. Prima. Guten Tag. Und halt. Prima. So, und sie weiß jetzt ganz genau, für diese Sachen gibt es was Leckeres. Positive Bestärkung. Ich glaube, ansonsten braucht man ziemlich lange oder man kriegt sie gar nicht auf ihre Seite. So, ich stopfe dir wieder was in die Tasche. Jo. Prima, prima. Weiter, weiter, weiter. Jawohl. Hopp, hopp, weiter, 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 weiter. Gut. So, was man ganz leicht sieht, ist, dass sie hinten rechts immer so ein bisschen ziemlich hart auffußt. Also als wenn die Muskulatur hinten zu kurz ist, dass sie nicht so richtig locker durchfußen kann, sondern man sieht, dass sie setzt in die Fesselbeuge, die ist ganz stark, also ganz weich gefesselt. Und man sieht das richtig, dass das Sprunggelenk fein, lob sie, lob sie, lob sie, lob sie, kannst du einfach nehmen. Ja, toll. Man sieht, dass sie unheimlich viel weit in der Hüfte und in der Kruppe abfallen muss, um mit rechts genauso weit unterzufußen als mit links. Fein. Ah, toll. Super. Bitte schön. Hm? Super, super. Prima. Ist das schön. Oh, und die wird immer freier in der Bewegung. Ja. Ganz toll. Reicht, Vicky. Familie, sie geht durch, gibt dir ein Leckerli. Gut. So und toll. Hi. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gut so. Richtig, richtig toll. Hat Vicky top gemacht, hat Carla super gemacht. Wir sind auch im Schritt in eine Runde. Das von alleine jetzt hier vom Ausgang wieder weg oder da, wo ich jetzt stehe, ist ja nochmal wieder ein ganz anderes Thema. Das ist ja ihr zweites Manko, dass sie auch nicht alleine vom Hof geht. Das wäre jetzt natürlich ein bisschen viel verlangt. Vicky hat aber nicht locker gelassen, ist vorwärts gegangen, hat sie umgedreht und ist dann sogar angetrabt. Und das war richtig, richtig schön. Und auch hier auf dem Platz eben auch nochmal. Toll. Ich habe wirklich Hoffnung, dass das wirklich eingespielte Muster sind, die sie halt einfach hat. Dann vielleicht auch noch der Sattel für sie oben auf dem Rücken Schmerzen macht. Das wäre noch was anderes.
oder wirklich der Magen, der jetzt antherapiert wird, der natürlich durch das Physiopad nicht so viel Druck kriegt, wie durch so einen festen Sattel mit Baum. Das ist ja fast wie ohne Sattel reiten. Und Vicky hat auch schon gesagt, zuerst, wenn ich nur Oberschenkel und nur Knie nehme, dann ist es gut. Und wenn ich mein Bein nehme, dann muss mein Bein konstant dranbleiben und nicht mal weg und wieder dran. Und was ich so gesehen habe, ist auch die Hand. Also sie ist ganz, ganz weich. Das habe ich ja vorhin in der Doppellonge schon gemerkt. Bei Vicky auch, sobald sie wirklich im Gang ist und lobt, selbst wenn sie blockieren will, weiter lobt, entspannt sie sich und trabt. Das finde ich richtig toll. Sie wusste ganz genau, es gibt eine Möhre, wenn sie schön trabt. Und das war eben top. Wirklich super. Freue ich mich auf morgen. Ich glaube, ich springe gleich erstmal kurz im Pool. Ja. Ich habe ein bisschen sehr doll geschwitzt. Ja, Abholtag für Carla. Ich mache sie ein bisschen warm. Vergleiche einmal, wie es zu gestern war oder wie es zu gestern ist. Und ich denke, gleich kommt die Besitzerin auf den Hof. Ja, und guckt sich an, was wir so erarbeitet haben. Ah, Jack guckt es sich auch an. Na Jack, sitzt du wieder in der ersten Reihe? Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Ja. Ja, Traumvorstellung wäre natürlich, dass sie das mit Vicky so schön macht wie gestern. Und möglichst ohne das Vorspiel, das wäre natürlich super. Klasse! Hopp, hopp! Weiter! Supi! Prima gemacht! Ja, und halt! Und halt! Ei, toll! Mensch, Carla! Toll, toll! Komm her! Ja! Bist so toll mitarbeitet, ne? Ja, ja, ja. Super. Es ist ja schön, wenn sie die Übergänge wirklich über Schritt macht. Ist es natürlich für jemanden, der denn übt, viel, viel einfacher. Weil das sieht zwar so einfach aus, mal eben die Hand wechseln, die Leine durchrutschen lassen, die neue innere nachfassen, in Bewegung bleiben. Das ist wirklich ganz viel auf einmal. Ich möchte ganz gerne, dass sie weiter trabt. Sie möchte ganz gerne durchparieren und diesen Handwechsel im Schritt machen. Aber jetzt haben wir es schon einmal geschafft. Ja. Hallo. Hallo. Erstmal müssen wir ja begrüßen. Ja. Hallo. 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 Bin ich nicht. Halt. Richtig schick. Hallo. Die Süße. Wie ist der Urlaub so gewesen? Es ging. Gestern hatte ich Magen. Ehrlich? Oh. Ich glaube schon. Hallo. Hallo. Kommst du wieder mit nach Hause oder willst du hier bleiben? Sag, was sagst du? Brauchst dich nicht schämen. Wir verstehen das. Die ersten Male holen und auch Halfter drauf machen wollte sie nicht so gerne. Und dann hatten wir die Rabea hier für das Magen antherapieren und sowas. Und dann hat sie gesagt, wir können natürlich einmal den Magen antherapieren, bleiben aber einige Baustellen noch da. Könnte man auch einmal ein Schmerzmittel probieren, um halt einfach zu gucken, wo kommt das andere her. Und magentechnisch ist das sofort am nächsten Tag schon wirklich sichtbar gewesen. Das war ja. Und was wir gestern halt probiert haben, ist ja das Draufsetzen. Da hat sie aber sofort die Sachen gezeigt, die sie auch hier beim Vorreiten gezeigt hat. Und man soll auch eigentlich während Magenantherapien nicht arbeiten. Ich habe aber gedacht, wir müssen es ja irgendwie mal gucken, ob man drüber wegreiten kann. Ja, ja, ja. Und das hat sie dann richtig, richtig gut gemacht. Also sie hat heute Schmerzmittel jetzt aktuell drin. Sie ist viel, viel entspannter, wirklich viel entspannter.
Und sie hatte überhaupt gar keine Scheu, als ich mit dem Halfter gekommen bin. Gar nicht. Sie hat sich noch nicht mal weggedreht, sondern kam gleich, oh ja. Auch Trensen war überhaupt gar kein Problem. Was ich aber halt merke, ist, ich durfte vorher ihre Zähne nicht abtasten. Das wollte sie nicht. Das darf ich jetzt. Aber in diesem Bereich ist sie auf beiden Seiten. Wenn man palpiert, geht sie trotz Schmerzmittel sofort weg. Ich kann nicht sagen, ob da noch was ist. Ich kann ja nicht reingucken. Wir müssen ja sowieso mit ihr noch mal hin. Ja. Und ihr linkes Kiefergelenk ist auch ganz schmerzempfindlich, was wiederum zu der Reizsymptomatik passt. So, und wir haben auch erst, es ist gar nicht nur das Antraben, haben wir festgestellt, es ist auch im Schritt, wenn man mit dem Schenkel kommt oder wenn man Stellung und Biegung haben möchte. Deswegen hatte ich da eben diese Säcke dran, die da immer schon, fein, klasse, super gemacht. Ich finde, sie hat sehr viel Power, ne? Oder? Nee, Vicky nimmt jetzt das Bein, ne? Okay. Und macht immer mal rechts und mal links. So, und das sind die Momente, wo sie gestern ja gleich hochgegangen ist und gebockt ist. Und sie testet jetzt quasi an, würdest du antraben oder nicht? Fein, schön loben, Vicky. Super, klasse. Toll, toll, toll. Also es geht tausendmal schneller als gestern. Ja, okay. So ist toll, prima, super, klasse, Carla. Toll, toll, toll. Ja. Hast du was? Gut. So, klasse. Ne, und dann lobst du die kleinen Schritte. Ganz tüchtig, ne? Gut. Ist immer schwierig, wenn man vorführt, ne? Aber es ist ja schon, ne? Also, ja, aber ihr werdet das im Video sehen. Das war richtig, richtig schön. Ja. Dafür muss aber ja auch Vicky entspannt sein. Und es ist ja das Gleiche wie Turnier. Ja. Es gucken wichtige Personen zu. Ne? So, heißt also einmal entspannen, viel loben. Ne? Du brauchst nicht stellen, du brauchst nicht biegen. Fein, lob sie dir, klasse, so, umso weniger du mit der Hand machst, umso besser. Siehst du wohl, so bist du gestern geritten. Ja, fein, klasse. Der Druck, den sich Vicky in solchen Situationen selber macht, ist enorm. Das ist bei ihr nicht selten auch vor Turnierprüfungen so und führen ab und zu mal zu kurzfristigen Systemabstürzen. Beim letzten Mal hat sie dann aber doch tatsächlich noch mit Situ gewonnen. Ist gut. Super gemacht. Klasse angetrabt, ihr beiden. Naja, macht's aber super. Sehr schön, ne? Ja, wirklich gut. Sie, Carla hat das so wieder von gestern wiederholt. Sie ist heute ein bisschen gehfreudiger jetzt gewesen. Aber wenn man mal bedenkt, wir haben gestern wirklich Dreiviertelstunde, Stunde das Ganze vorbereitet, um am Ende so ein Bild zu haben. Und jetzt eigentlich fast von Anfang an, finde ich toll. Also wenn man so vorne mitgeht, dann ist sie gestern ganz entspannt gegangen. Da sind nur wieder die Gänse. Ja, oder mit dem Fahrrad. Also wenn ein Fahrrad nebenher fährt, dann läuft sie auch mit. Ja, da hat sie sich eben einmal vor erschreckt das erste Mal. Die sind aber aus dem Wasser rausgehopst. Ja, aber meistens rennt sie ja nur ein bisschen los, oder? Ja, das hat sie hier auch nur gemacht. Hat aber das war schon gut. So, und sie ist gestern hier, die Runde kennt sie ja gar nicht. Ja. Ist sie total entspannt hier lang gelaufen. Okay. Und dann bin ich aber oben stehen geblieben bei der zweiten Runde. Und dann ist Vicky so bis hier gekommen. Okay. Und dann wollte sie nicht unbedingt weiter. Ja, genau. So, und dann hat sie noch ein Stückchen weiter gemacht, ist umgedreht und ist dann zurückgetrabt gekommen. Fein. Ah, Vicky kann ja jetzt auch mit dem Schenkel kommen. Ja. Sie geht dann ja schneller. Ja, ja. Das hat sonst nicht funktioniert. Fein. Das Ergebnis nach nur 3 Tagen auf Hof Eicheneck kann sich sehen lassen. Carla scheint wieder Freude am Laufen gefunden zu haben und ihre Besitzerin wird es bestimmt schaffen, ihr großes Ziel, irgendwann einmal über ein Stoppelfeld galoppieren zu können, zu erreichen. Der Magen, klar, aber dass sie jetzt nun
für mich augenscheinlich irgendwas hat, was dieses Verhalten rechtfertigt, habe ich, außer jetzt Schmerzbereich Kiefergelenk, Zahn und Magen, nichts bei ihr gefunden. Mhm. Und die Blockaden, die da sind, die sind normal, weil sie halt einfach Kiefergelenk blockiert hat und Magenprobleme hat. Die kann ich hier aber auch nicht nehmen, weil dazu muss erstmal die Ursache weg. Was ich grundsätzlich, glaube ich, mit ihr üben würde, wenn es mein Pferd wäre, ist so diese Dominanzgeschichte. Ja, das Weichen, das Treiben lassen, das ist beides. Ja. Zum einen muss sie weichen, zum anderen muss sie sich aber auch wegschicken lassen, ganz leicht. Ja, also das war am Anfang noch schlimmer. Das also, dass sie mir auch, also dass ich sie eigentlich gar nicht über den Hof führen konnte, dass sie da echt dann auch schon gesagt hat, und nö. Ja. Aber das haben wir jetzt eigentlich soweit auch mit Wohnarbeit echt gut hinbekommen. Ne? Aber sie ist halt manchmal, dann will sie einen umrennen. Ne? Also die hat mich schon ein paar Mal. Ja. Und wenn ich dann gerade echt nicht aufpasse und nicht reagieren kann in dem Moment, also das ist zwar schon besser geworden, aber das probiert es halt immer mal wieder. Ne? Vielleicht wirklich mal durchatmen das nächste Mal in der Klinik und mal drauf bestehen, mit reinzukommen. Ja. Ja. Weil es ist wirklich so, wenn die das Maulgatter drin hat, dann kannst du wirklich mal reinfühlen, wie mal fühlt es sich an. Sind irgendwo Spitzen, sind irgendwo Zähne ungleich hoch? Und dann mal nach der Behandlung einfassen. Und wenn du dann noch irgendwo Spitzen spürst oder Perlen oder du merkst, huch, da gehe ich ja so, dann ist es nicht so gut. Nicht so gut, ja gut. Ja, dann auf jeden Fall. Hinten zur Lenden. Ich habe es mir schon gedacht, ja. Ist das ein, steht da wirklich 17? Ja. Ein 17 Zoll Sattel, der so lang ist? Ja, ja. Wir gucken mal. Also wir haben 18 Zoll Sattel hier, wir haben 17,5 Zoll Sattel hier. Ich habe sie jetzt beide noch nicht draufgelegt, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie kürzer sind als dein 17 Zoll Sattel. Also ich finde den auch sehr groß. Also wenn ich den sehe, finde ich den auch sehr groß. Aber es sollte ein 17er sein. Steht ja eigentlich da drauf. Also auf den ersten Blick. Ja. Ihr habt ja gesagt, ihr seid nach den Kriterien gegangen. Ja, also mit dem hier runter. Genau. Ne? Da. So, wenn du jetzt mal von weiter weg guckst, würdest du jetzt nur mal, würdest du sagen, der liegt in der waagerechten? Ich finde ihn jetzt gerade, also... Genau, ja, so, ne? Der müsste eher dahin. Sie ist ja aber eigentlich schlanker geworden. Mhm. Das heißt, eigentlich müsste der jetzt besser liegen als vorher. Mhm. So, wenn du dir das jetzt aber anguckst, wenn du jetzt vorne Hochstarterposition hast, finde ich ja immer gut, weil dann hat man viel Platz. Mhm. Aber dann müsste eigentlich hier Auflagefläche sein. Ja. Ne? Weil so hast du hier hinten, wenn du hier durchfühlst, hast du auch gar keine Belastung, was ja eigentlich toll ist. Mhm. Hier kriege ich Druck. Mhm. Und dann geht es weg. Mhm. Also nicht nur hier gucken, sondern wirklich auch Richtung Wirbelsäule und gucken, wo ist der meiste Druck. Ja, warte, ich muss mal selber. Weil für mich jetzt, also wenn man jetzt nicht die Ahnung hat, also es müsste noch leicht, hier ist ein bisschen mehr. Es müsste überall gleichmäßig viel sein. Mhm. Hier vorne ist jetzt nichts. Mhm. Aber da hier müsste ist halt viel, mehr. Genau. Ja. Ne? Das ist wirklich Meckern auf ganz hohem Niveau. Den haben wir ja auch noch nicht so lange. Ne? Ja. So, also deswegen, da würde ich gar nichts zu sagen. Da ist keine Brücke. Ich würde das ein bisschen weiten, theoretisch gesehen. So, was mich persönlich stört, ist, hier hinten würde er ja sowieso liegen, weil die Schulter ihn ja dahin bewegt. Ja. Dass er wirklich, wenn man mal die letzte Rippe hochverfolgt, da ist Brustwirbelkörper 18. Ich mache es mal Pi mal Daumen. So, hier ist Brustwirbelkörper 18. Der geht jetzt noch weit drüber hinaus. Mhm. Hat aber hier hinten keine Auflagefläche mehr. Ich weiß aber nicht, wie es aussieht, wenn du da drauf sitzt. Alles gut. Mal was gucken. So, du kannst ihn mal einmal runternehmen. Gut. Komm mal her, ich will mal kurz was wissen. Ja, ist alles gut. So ist schön. So ist klasse. Ja, der ist eine Ecke kürzer. So, das ist jetzt 18 Zoll. Dieser ist... Ja, aber das ist 18 Zoll und auch noch ein und das auch noch ein Springsattel. Das heißt, sie sind theoretisch gesehen sowieso alle länger. Ja.
Mhm. Ne, das müssen wir mal hinten fühlen. Der wird hinten wahrscheinlich Belastung ja, haben. Der Tier. Ja. Ne? Ja. Der wird jetzt eine Brücke haben, ist alles gut. Ja, ja. 17,5. Ja, das ist 17,5. So, der hat jetzt eine Brücke, ja, ne? Ja, ja, aber ja. Auch der ist deutlich weiter vorne. Super. Das denke ich schon. Nur halt dieses lange ist halt das Problem. Es ist aber, glaube ich, sowieso bei Prestige häufig so. Genau okay. Wie bei Albion. Albion ist auch immer ganz lang. Okay. Warum auch immer. Es hat mich nur gewundert. Ich habe gedacht, ist das 17,5, ist das 18 Zoll, ja. Als der da hinten drauf lag. Und dann habe ich nur geguckt und habe gesehen, 17, ja, 32? Ja. Na, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ja. Ja, weil ich immer sonst 17er also hatte, deswegen, ja. Ich hatte früher mal 16,5. Ja. Kann ich jetzt nicht mehr rein. Oh mein Gott. Mhm. Kannst du mal einmal fühlen. Ist auf dem anderen Bein nicht. Sieht man auch. Ne? Mhm. Ja. Und das kann... Es ist halt gelenkflüssig. Kann Gelenkflüssigkeit sein, wie so eine Galle zum Beispiel. Mhm. Häufig kriegen das aber Pferde, die wirklich leichte, was weiß ich, arthrotische Veränderungen kriegen oder die so einen Chip da drin haben oder wie auch immer. Ne? Dann wird halt einfach was produziert. Irgendwas, was nicht in der Mechanik so läuft, wie es laufen soll. Ne? Und ich glaube, wenn man genau hinguckt, das ist aber auch wieder Fehlersuche, ja, ganz ja, oben, ja. Sieht man auch, dass der linke Huf sich anders abläuft als der rechte. Ja, das stimmt. Ne? So, aber ansonsten glaube ich, ist es wirklich jetzt, ich weiß nicht, ob die Dominanz vor dem Schmerz und vor den Magen da war oder ob erst der Magen da war und dann, das kann ich nicht sagen. Ich habe halt nur mitgekriegt, dass mit den Weichen, mit den Vorwärtstreiben, egal wie, es sei denn, sie darf hinterherlaufen, ist sie sehr zähflüssig. Wenn wir denn quasi sie gefüttert haben und wollten mit dem Heu durch und Kameramann hat sie weg, dann gehen die Ohren flach an Hals. Das ist schon seitdem wir sie haben, ja. Genau. Ne, aber das ist etwas Weichen. Ne, akzeptiert sie dich? Und was mache ich dann? Also ich habe es jetzt immer ignoriert und bin einfach weitergegangen. So. Also dass ich dann da, wenn ich sage so und du gehst jetzt raus, dass ich nur mit meiner Körperhaltung sage so und du gehst jetzt, ne? Das macht sie dann schon, ne? Ja. Aber sie muss immer mit sich kämpfen. Also immer noch so, oder auf dem Platz ne, übe ich das auch, dass ich sage, so, du gehst jetzt nach da, du gehst nach da und ich sage, wo es lang geht. Aber sie muss immer erst mit sich kämpfen und dann klappt es. Aber erstmal, okay, vielleicht. Also ich mache das wirklich so, dass ich Führtraining mache zum Beispiel. Ich mache auch Führtraining mit Dingen, die sie ganz bestimmt doof findet, weil das ist immer noch mal wieder eine andere Sache, ob sie dir entspannt folgt oder ob vielleicht mal irgendwo Ablenkung ist und nichts mehr funktioniert. Okay. Das haben wir auch oft. Mhm. Und ich habe bei sowas, wenn ich sowas mache, dann bin ich will es mal so sagen, bewaffnet. Bist du aber auf Höhe von Schenkel, sieht das Ganze schon wieder anders aus. Okay. Das hatte ich nämlich an der Doppellonge, wo ich sie an der Schenkellage rausgepritscht habe. Da war sie gar nicht mehr nett. Überhaupt nicht mehr nett. Und wenn man zum Beispiel sowas auch übt, dass sie halt im hinteren Bereich weicht, meinetwegen wie Bernd Hackl oder so das machen, mit dem Strick, dass die weichen, legt sie sofort die Ohren an und sagt, mach mal weiter. Also da, ne? So, und dann mache ich das. Ich mache es anders. Ich mache das nicht eine halbe Stunde, sondern ich mache das 2-3 Mal und dann möchte A, dass es schnell geht, weil umso schneller das ist, umso ungefährlicher ist das Ganze. Ja. So, und ich möchte ja, dass es ein harmonisches Miteinander ist. Dafür müssen irgendwie Regeln und Grenzen festgesetzt werden. Und die Grenze ist nun mal, ich bin Chef und du kannst mir folgen. Okay. Das werde ich ganz doll kritisiert, weil es soll eine gleichberechtigte Partnerschaft sein, höre ich immer ganz oft. Wie bei den Kindern auch. Gleichberechtigt, wenn ich mich jetzt angucke und sie angucke und ihr Kraftverhältnis zu meinem setze, finde ich das dann schon relativ schwierig. Ja. Die steht auch immer für Zufriedenheit. Immer.
Also am Anfang hat die ganz viel die Ohren angelegt. Ja. Vielleicht auch von den Zehen her. Sie muss echt auch da schon noch ordentlich mehr Schmerzen gehabt haben. Also das ist ja schon besser geworden, aber es ist halt immer noch da. Ne? Also man braucht jetzt nur jetzt so mal ankommen, dann... Außer jetzt, ne? So, Vicky, kommst du mal raus? Wir müssen den nächsten fertig machen. Ach so. Genau. Das wollen immer so viele. Ja. So sieht das aus. Nicht nur die Pferde wollen nicht vom Hof, sondern die Besitzer auch. Jetzt wird schon gerade darüber diskutiert, wie sie Vicky mitschleppen können. Unbemerkt. Ich sag so, das funktioniert nicht. Na, kommt gut nach Hause. Wir trinken heute Abend ein auf euch. Allersheimer, okay. Super. Kommt gut nach Hause. Ja, nun fahren sie los. Carla steht auf dem Anhänger. Drei Frauen haben Urlaub gemacht. Tschüss. Jetzt geht's wieder heimwärts. Richtig, richtig toll. Carla hat das heute super gemacht. Sie ist ja ein paar Mal den Kopf ein bisschen hoch, aber längst nicht mehr so wie gestern. Vicky ist sogar Crosstrail einfach an uns vorbei, ist angetrabt Richtung Reitplatz. Ganz, ganz toll. Und jetzt muss erstmal ein bisschen abgewartet werden, dass wirklich alles so ein bisschen ausheilt in der Magengegend. Dann werden sie anfangen, erstmal mit dem Pad zu arbeiten, weil natürlich auch die Frage im Raum steht, ob ihr der Sattel wehtut oder nicht. Der liegt eigentlich gut, aber so ein paar kleine Mankos gibt es. Er ist zum einen zu lang, zum anderen gibt es eine punktuelle Belastung. Wirklich, ich will mal so sagen, beim tiefsten Punkt und noch eine Faustbreit dahinter, wo wirklich ganz viel Druck ist und vorne und hinten ist nichts. Ich kann nicht sagen im jetzigen Zustand, ob er die Carla stören wird oder nicht. Dazu muss sie erstmal wieder ganz normal laufen. Dass sie hier schön antrabt, dass sie nach einer Zeit auch locker trabt mit Physiopad, einer einfühlsamen Vicky, ist, ja, haben wir gezeigt. Besitzerin ist ganz, ganz froh. Die Ilse, so wie sie genannt wird, die ja der Meinungsverstärker ist, glaube ich, immer, die sagt auch, es ist ein Traum, wenn die Carla schmerzfrei ist, dann kann man die richtig schön galoppieren, traben, durchs Gelände gehen. Und da wollen sie eigentlich wieder hin. Die waren jetzt gar nicht ganz so überrascht, dass es der Magen ist, aber es war keiner da, der ihnen geholfen hat, das wirklich zu bestätigen und auch diese Behandlung mit an die Hand zu geben. Und das haben wir jetzt gemacht und jetzt warten wir mal ab. Vielleicht melden sie sich ja nochmal. Ja, wir werden heute Abend auf sie anstoßen, weil die haben uns ein 6er-Träger Bier mitgebracht, aber aus den ihrer Umgebung. Wie war das? Allersheimer, glaube ich. Das Doofe ist nur, dass die Besitzerin gesagt hat, ihr war gestern richtig schlecht und sie hatte Bauchschmerzen. Und dann kam sie mit diesem Bier hier an und wir haben uns gedacht, mal gucken, wenn wir morgen auch Bauchschmerzen haben, dann liegt es da dran. Schlecht geworden ist auch Hof Eicheneck davon niemand. Aber man weiß ja auch nicht, mit welcher Dosierung die Damen gearbeitet haben. Auf jeden Fall haben sie aber mit Carla erfolgreich weitergearbeitet und sich auch bei Ariane zurückgemeldet. Hallo liebe Ariane, liebe Vicky und lieber Kameramann. Carla geht's eigentlich soweit ganz gut. Wir haben jetzt ein bisschen schönes Training gemacht. Den Sattel haben wir noch nicht draufgesetzt, da müssen wir erstmal nach dem neuen gucken. Und ich vermute, dass der eine Zahn auch mit raus muss, was wir schon gedacht haben, dass der nicht so toll mehr ist. Ich habe gedacht, ich setze mich jetzt noch nicht drauf, weil ich nicht möchte, dass er Schmerzen hat. Ja, ansonsten ist Carla, seitdem wir bei euch waren, nicht mehr rossig gewesen. Seitdem wir Zink und Selen füttern, ist sie eigentlich viel besser. Sie ist vom Charakter her viel lieber geworden, legt nicht mehr so auf die Ohren an. Ich denke, ihr geht schon auf jeden Fall deutlich besser. Der Magen, der ist auch super. Haben wir auch alles im Griff. Sie steht jetzt auf Heuspäne und ich glaube, das war alles. Das war noch nicht alles. Nachdem die klinischen Befunde dann auch noch abgestellt wurden und sie das Training wieder aufnehmen konnten, erreichten uns diese Bilder.
Ich glaube, es ist noch ein ganz langer Weg. Ich muss noch ganz viel Geduld haben, bis es so ist, dass man sagt, okay, man kann jetzt antraben und man entscheidet dann nach ein, zwei Runden, dass man Schritt geht. So weit sind wir natürlich noch nicht. Es werden immer längere Trabstrecken, ja. Aber ich glaube, es braucht noch ganz viel Geduld von mir. Aber ich denke, wir sind auf dem richtigen Weg. Ohne euch wäre ich mit Carla nicht so weit jetzt gekommen. Und da danke ich euch wirklich vom Herzen, dass das, dass ich die Unterstützung von euch hatte. Und ja, ich denke, mit Geduld und Spucke werden wir es irgendwann schaukeln.